Leute und willkommen zur dritten Folge Game zum Montag. Heute was für die PlayStation 1 und zwar das hier. Galerians. Ich weiß nicht genau warum, aber das Spiel hat mich angesprochen und deswegen habe ich es mir einfach mal, naja, für einen Preis geholt, ne? Ich habe mir den Text durchgelesen und das klingt sehr interessant, deswegen werden wir es jetzt auch mal noch tun. Galerians. Wut, Angst und Adrenalin pur. Opfer und Täter zugleich. Ryan erlebt die faszinierenden Nebenwirkungen eines Experiments am eigenen Leib. Getrieben von dem Verlangen, seine Vergangenheit aufzuklären, setzt er seine neue Kräfte gnadenlos ein. Immer tiefer wird er in eine Welt hineingezogen, in der Gedanken zu Waffen werden können. Begleitet von der Angst vor der globalen Konsequenzen des Experiments, wird seine innere Stimme zum Aufschrei einer ganzen Rasse. Okay, was haben wir denn da noch für Bilder? Stilvolle Kombination aus gerenderten Hintergründen und Echtzeit-Action verleiht dem Spielgeschehen eine unverwechselbare Atmosphäre. Das klingt, interessant. Insgesamt über 70 Minuten hochwertige Filmsequenzen. Das ist, okay, würde ich sagen. Oh, Bewertung. 89%, das ist nicht schlecht. Innovatives Kampfsystem. Setze Pyro, Psycho und telekinetische Kräfte ein, um deine Gegner unschädlich zu machen. Ich meine, das klingt ziemlich cool. Und eines der umfangreichsten 3D-Action-Adventures seit langem. Galerians umfasst 3 CDs. Das ist viel. Dann haben wir noch ein Jahr da oben, 2000. Okay, machen wir das Ganze mal auf. Vorsichtig. Okay, hier haben wir Disc 1. Dann haben wir hier das Booklet. Sehen wir uns gleich an. Komm raus da. Und, fall nicht raus bitte. Hier haben wir Disc 2 und 3. Okay, groß ist es scheinbar. Das, okay, da habe ich meine Kamera gehauen, sorry. Tut mir leid. Okay, wir haben auf jeden Fall deutsches Booklet. Systemaufbau, PlayStation 1, okay, sollte man kennen. Controllerbelegung, was können wir denn? Laufen, baut mentale Angriffskraft auf, bla bla bla. Melatroping, Scanning-Fähigkeiten. Karte einblenden. Ja gut, das werden wir dann alles lernen, hoffentlich. Das Spielsystem. Erste CD einlegen, neues Spiel starten und so weiter. Das werden wir vermutlich hinkriegen. Okay, hier haben wir die Geschichte. Da, seht ihr die Geschichte? So. Das kann man so lesen? Ich glaube, das kann man so lesen. So, könnt ihr Pause drücken. Ich werde das gleich offscreen durchlesen. Vielleicht erfahren wir das Ganze auch, wenn wir das Spiel starten. Man weiß es nicht. Und dann hier, Ryan. Das ist die Hauptfigur. Die ist erst 14, okay. Auch er hat ein bisschen Text. Könnt ihr durchlesen. Dann haben wir Lilia, ist auch 14. Die hat telepathische Fähigkeiten, okay. Dann können wir das Spiel laden und speichern. Ich meine, das ist immer gut, wenn man sowas kann. Ansonsten wäre es ziemlich frustrierend. Wir haben Optionen. Bildschirmhelligkeit, bla bla bla, Vibration brauchen wir nicht. Videosequenzen wiederholen, brauchen wir auch nicht. Mentale Kräfte anwenden. Angreifen, bla bla bla, scannen. Ja, okay, okay, okay. Dann können wir schon mal so angreifen, so. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Gegenstände. Pippe X, was ist Pippe X? Keine Ahnung. Und Medikamente. Fähigkeit Red. Sicherheitskarte, bla bla bla. Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ryan verfügt über eine Reihe spezieller mentale Kräfte, vorausgesetzt. Er initiiert sich die entsprechenden Teile halt. Die eine sind oral einzunehmen. Okay, müssen wir schlucken oder was spritzen scheinbar. Und hier haben wir die Dinger, die wir nehmen können. Nalkorn. Metalle Energie fokussieren und Schockwellen auslösen. Erholungskapsel stellt natürlich Gesundheit wieder her. Red. Moleküle mobilisieren, dass es in Flammen aufgeht, das Objekt. Das ist schön. Apollinar. Lässt Ryans AP-Wert ansteigen. Schön. Skip. Verstärkt mentale Angriffskräfte. Defelion. Antigravitationsfeld aufzubauen. Und Delmetor. Normalisiert den AP-Wert. Okay. Okay, klingt interessant. Ausbrennen. Was bedeutet denn das? Könnt ihr lesen? Ich hoffe, ihr könnt es wirklich lesen. Ja, die Bilder sind jetzt nicht wirklich scharf, muss man dazu sagen. Steht da unten noch?
entgegenwirken. Okay. Aber wir haben noch weitere Figuren, sehe ich gerade. Galarians. Sind eine Rasse, erschaffen von Dorothy, dem Muttercomputer von Michelangelo City. Oh. Dorothy hat sich darauf programmiert, jeden Befehl mit ihren mentalen Fähigkeiten bedingungslos auszuführen. Schön. Haben wir den Birdman. Okay, warum auch immer der Birdman heißt, den haben wir. Rita. Wurde auch geschaffen von, hier, ne, dem Muttercomputer. Und wer bist du? Wer bist du? Oh, du bist, ne? Oh, noch mehr Figuren. Dr. Pascal. Dr. Steiner. Elsa. Rabbit. Rabbit. Okay. Dr. Lehm. Lehm, keine Ahnung. Und die Arabeske. Das sind diese komischen Figuren scheinbar. Die machen mir ein bisschen Angst. Das Team hinter dem Spiel. Schön. Und wir packen das alles wieder da rein. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel mit dem Namen Galarians für die PlayStation 1. Viel Spaß und los geht's! Beruhig dich doch mal, mein Freund. Ich muss sagen, die Grafik gefällt mir wirklich gut. Dafür, ja, dass es PS1 ist. Sieht wirklich schick aus. Oh, wir lernen nochmal die Figuren kennen, die wir in der Spieleanleitung gesehen haben. Rita mit dem sexy Outfit, obwohl sie noch nicht mal 18 ist. Ich meine, das will ich nicht unbedingt gut heißen. Der Typ regt sich ein bisschen zu sehr auf. Das ist nicht gesund. Also gar nicht. Reinhardt, okay. Aber wir lernen jetzt eigentlich nichts Neues, nehme ich an, weil... Oh, ein Auge. Ich meine, es sieht alles schon mal sehr vielversprechend aus, aber auch ein bisschen verwirrend. Ja, dieser Ryan, ich nehme an, das sind dann wir. Oder ich. Oder der spielbare Charakter. Oder was auch immer. Und dieser Gang hier erinnert mich ein bisschen an Resident Evil. Okay, jetzt nicht mehr. Das sind keine Abzweigungen. Ich denke, ich sollte ein bisschen über das Gesinge rüber labern, weil... Ansonsten kriege ich wieder Probleme. Und wer will schon Probleme bekommen? Ich auf jeden Fall nicht. Deswegen hoffe ich, dass das Spiel jetzt langsam aber sicher startet. Und ich glaube, genau das passiert jetzt, ja. Okay. Mit der Kamera voll ins Auge gezoomt. Das klingt ein bisschen schmerzhaft. Okay, Galarians, Disc 1. Okay, können wir in Optionen was umschalten? Irgendwie nicht. Okay. Scheinbar nicht Deutsch. Das ist ein bisschen ein Problem, aber kriegen wir hin. Galarians. Okay, Introzeit. Das Ganze scheint ziemlich modern zu sein. Oder könnte auch täuschen. I sometimes have a frightening dream. Er träumt scheinbar. Okay, das ist Michelangelo Memorial Hospital. Heart rate normal. Administer the Nalcon. Won't that destroy his brain cells and prove fatal? It might, but we must follow the clinic chief's orders. Okay, then. Rion! Rion! Who are you? They're coming. They're coming to get me. Why are you calling me? I'm scared. Okay, sie spritzen ihm Zeug.
dass sie vermutlich übernatürliche Kräfte verleiht. Oh. So viel zu übernatürlich. I've never heard of such a quick dosage cycle. Me too. I'm afraid it may have destroyed the patient's memory. I'm surprised he's even still alive. I'll go check the data. Mach das. Oh, ich bin scheinbar voll da. Und irgendjemand hat mich befreit. Mit telekinetischen Kräften, oder war das ich selber? Weiß ich nicht. Oh nein, so eine tolle Steuerung wieder. Was kann ich denn? Jetzt habe ich eine Map. So kann ich irgendwas machen. So mache ich gar nichts. Aha, ich kann irgendwas aufladen. Und dann? Wie kann ich das jetzt? Ja, mit X kann ich denn das abfeuern oder so. Sorry. Ich brauche einen Schlüssel, okay. Und dieses Zeugs nehme ich an, möchte ich auch haben. Oh nein, ich hasse die Steuerung schon mal. Ist da was? Den Zettel? Kann ich den lesen? Ja, kann ich. Liste von Drogen. Wir planen bla bla bla. Ja, ich muss für mich ein bisschen durchlesen. Ihr wisst, in Englisch ist ziemlich kacke. Beep. Mir wird in den Nacken gestochen und dann wird das injiziert. Schön. Ja, das sind die verschiedenen Drogen, die uns eingeflößt werden können, nehme ich an. Hier die Schockwelle, die wir auch gelesen haben. Okay, da können wir alles in Flammen aufgehen lassen. Das ist vermutlich das Telekinese-Zeugs. Ja, ist gut. Recovery Capsule, aha, damit kann ich mich heilen. Oh, es gibt so viele Drogen. Skip. Skip. Okay, so. Ich habe die Notizen mitgenommen. Oh, ich kann rennen. Oh, das ist gut. Was macht die Taste? Nichts. Okay, ich kann rennen. Kann ich rausgehen? Geht nicht auf. Ist verschlossen. Es muss einen Weg geben, es zu öffnen. Aber wo? Kann ich da raus? Ja, du musst es schon versuchen, mein Freund. Okay, wir können es nicht öffnen. Haben wir irgendwo was auf dem Tisch oder so? Wir müssen das irgendwie aufmachen können. Was ist das da eigentlich? Das ist nichts. Hä? Spiel? Dieser rote Knopf da. Nein. Ja, das haben sie mit dir gemacht, ja. Oh, Moment. Moment. Vielleicht kann ich es jetzt mit meiner Ultrakraft öffnen. Pass auf. Wie geht es nochmal so? Hat nicht geklappt, scheinbar. Ist immer noch versperrt. Aber es muss einen Weg geben, das zu öffnen. Ja, aber welchen denn? Welchen denn? Ist irgendwas auf dem Tisch? Hallo? Hallo? Oh, diese Steuerung. Ja, die Steuerung ist okay, aber die Kameraführung. Ist hier irgendwas? Wo bin ich? Ich frage mich, wie lange ich hier war. Kann ich irgendwas machen? Ja, aber ich komme da nicht raus. Versuch mir da mal mein Zeugs aufzuladen. Pass auf. Nein! Oh, das wollte ich nicht. Mach schon. Was? War das gut? Was war das jetzt? Shit. Ich versuch's nochmal. Ich bin jetzt irgendwie elektrisch geladen. Warum? Kann ich jetzt die andere Tür öffnen? Das wollte ich nicht. Kann ich da jetzt was machen? Nee.
Bestimmt? Nein, nicht, mich nicht ansprechen. Dann halt die andere Tür jetzt. Warum auf einmal das passiert ist, weiß ich nicht. Wir testen jetzt mal, ob wir da raus können. Es fängt ein bisschen doof an. Ich habe Leben verloren. Warum? Hä? Nochmal. Ich kann mich nicht weiter aufladen. Oh, ich habe es gedrückt. Okay, es war bloß die falsche Taste. Where did I get such power? Okay, ein bisschen ungewohnt, aber... Die Tür ist jetzt offen, nehme ich an. Aha, erste Mission geschafft. Rion! What am I doing here? How did you get out of your restraints? What was in that shot you gave me? Rion, return to your bed now! How did I get this power? Why can I do this? I don't know anything. I just administered the PPECs. What? It's all because of the psychic power enhancement chemicals. Ask Clinic Chief Lem. He knows all about it. Clinic Chief Lem. Okay, den sollen wir scheinbar fragen. Tut er mir jetzt was? Hey, mein Freund. Oh. Das wollte ich nicht. Ich kam mir ein bisschen zu nah scheinbar. Shit. Ich wollte ihn eigentlich nicht töten. Kann ich irgendwas machen hier? Da liegt was. Geh da hin, bitte. Das da. Eine Sicherheitskarte. Naja, mein Freund, es tut mir leid, ich wollte dich nicht... Ne? Wollte ich halt wirklich nicht. Da sind ganz viele Computer. Ich kam davon rechts, oder? Deswegen geht's jetzt hier weiter. Ja, ich wollte ihn nicht töten, der hat mir eigentlich auch nichts getan. Aber man kann nicht alles haben. Okay, Ladebildschirm nach ihrer Tür. Ziemlich spannend. Ich bewege mich jetzt nicht. Rion! Kommt ihr mir zu nahe? Help! Ich gehe einfach nur an euch vorbei, okay? No. Ich... Okay, ich kann nichts tun. Help. Jetzt bin ich... auch tot? Warum? Warum bin ich... Was? Moment, was? Warum bin ich jetzt tot? Was? War das... Hä? Muss ich jetzt alles nochmal machen? Scheinbar, ja. Wie hab ich das ge... Oh, falsche Taste. Raus da. Wie hab ich jetzt das gemacht? Oder wo konnte ich jetzt machen? Bei der anderen Tür muss ich das machen, oder? Damit es klappt. Ich lasse jetzt einfach alles liegen. Warum bin ich genau gestorben? Muss ich das zuerst ansprechen, oder wie geht es genau auf? Keine Ahnung. Oh. Oh, habt ihr das gesehen? Ich kann das Zeug scannen quasi. Da. Aha. Aha. Where did I get such power? Okay, gut, verstehe. Warum habe ich so lange gebraucht? Respektive, warum ist das passiert? Ja. Okay, die wollen mich tot sehen, shit. Werde ich das jetzt aufladen, pass auf. Ha! Komm nur her. Das war nicht gut. Ich geh jetzt einfach weiter. Karte? Es war falsch. Da ist nichts. Ja. Was ist das da für eine...
Du ist das da? Kann ich nicht machen. Gehen wir hier rein. Warum bin ich zuvor gestorben? Hatte ich zu lange herumgealbert oder was? Moment. Kann ich? Moment. Nein. Das da. Bedeutet das, dass das irgendwo ein roter Knopf sein muss oder so? Oh, wo habe ich jetzt die Sicherheitskarte gefunden? Shit. Die habe ich da bei einzelnen Typen drin gefunden. Ja, die habe ich natürlich vergessen. Ich renne einfach an euch vorbei. Das war falsch. Habe ich eigentlich so einen Typen umgebracht oder leben die jetzt alle noch? Braucht die Sicherheitskarte. Da irgendwo. Da ist sie. Nimm mit. Nimm mit. Danke. Was ist zu Beginn passiert? Habe ich meine Kraft zu sehr oder zu oft eingesetzt und deswegen... Ja, war ich überlastet oder... Lass mich in Ruhe. Die Typen können gar nichts. Okay, muss ich so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, aber es geht ja. Es geht ja. So, hier. Sicherheitskarte. Hab ich doch. So kann ich ins Menü. Oh, hier. Sicherheitskarte benutzen. Ultra-Hightech-Tour. Okay, geht da durch. Ich weiß eben noch nicht, warum ich gestorben bin zu Beginn. What the hell are those doctors up to? Well, it looks like the rabbit's out of his cage. Return to your room, and you won't get hurt. Oh. Ich werde sterben, oder? Was? Ich habe jetzt die Taste gedrückt, war das gut? Jetzt muss ich mich wieder beeilen, nehme ich an. Was haben wir da? Okay. Aber jetzt muss ich mich beeilen, ich verliere permanent Leben, oder? Oder muss ich mir jetzt was spritzen? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. So, verpiss dich. Oh, ich kann nicht rennen, das ist scheiße. Muss ich da was machen? Der Kühlraumschlüssel. Wisst ihr was, den töte ich jetzt und dann versuche ich mir was anderes zu spritzen. Nimm das. Hat's geklappt? Irgendwie nicht. Hä? Wie kann ich mich jetzt davon befreien? Recovery Caps nehmen, ja. Die kann ich jetzt einsetzen, hoffe ich. Nimm das da. Aber mir geht's immer noch kacke. Dämmtour nehmen, ja. Oh, wenn ich doch nur noch wüsste, was was ist. Halt meine AP. Brauche ich aber nicht. Ich kann blöderweise auch nicht rennen. So, kannst du hochklettern, bitte? Eine orange Box. Ah, so ein Spritzteil. Jetzt kann ich mir das Zeug wirklich spritzen, nehme ich an. Gib mir das da. Klappt nicht. Doch, jetzt habe ich da unten Reds. Aber ich verliere immer noch permanent Leben. Ich kann das irgendwie auch nicht weg... leck mich doch. Ich kann das irgendwie auch nicht wegmachen, dieser Zustand. Irgendwas verstehe ich nicht. Irgendwas verstehe ich nicht. Oh nein, das muss ich jetzt machen. Kann ich hier was machen? Bilder des Korridors. Schön. Ist da ein Knopf? Das ist ein Knopf.
Welche Tür war das jetzt? Ich kann zum nächsten Dings gehen. Shit, gehe ich jetzt richtig den richtigen Weg, meine ich? Ich muss auf meine HP achten. Hier muss ich mich doch heilen können. Was steht denn da? Nutzen Map. Run. Run! Ich kann nicht runnen. Geht nicht. Oh, ich bin gleich wieder tot. Ich bin gleich wieder tot. Wie mache ich das weg? Das muss die richtige Tür sein jetzt. Wie kann ich mich heilen zur Hölle? Okay, haha. Das benutzen. Hä? Geht nicht. Was kann ich denn noch machen? Ja, nehm das. Muss mich irgendwie heilen. Aber jetzt werde ich nacheinander sterben. Muss irgendwie da rein, aber kann ich nicht. Da drin sieht's komisch aus. Aber wie kann ich das wegmachen, diesen Zustand? Oh, ich drücke immer diese verdammte Taste. Ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Was? Du stirbst. Ja, aber... Ich sterbe jeden Moment. Irgendwas mache ich falsch. Kann ich da reingehen? Ja. Oh, wisst ihr, wenn ich so langsam mich bewegen kann, dann... Ja. Oh, was? Ist es nicht, noch nicht weg? Kann ich da reingehen? Falls nein, dann werde ich gleich tot sein. Das ist ein bisschen doof. Ich sterbe jeden Moment. Ja, ich wundere mich, wo ich hier bin. Ich werde gleich wieder tot sein. Was soll ich denn machen? Ich glaube, ich muss mich mal informieren, wie ich das überleben kann. Shit, okay, wir merken uns, wo ich war. Und dann werde ich mich kurz informieren, weil... Das bringt ja herzlich wenig. Ich kann alle Tasten drücken. Aber ich kann diesen Zustand nicht wegmachen. Oh, jetzt... Ich sterb gleich. Wo ist denn da dran der Witz? Okay. Ich sterbe. Moment mal. Toll, nicht wahr? So, ich bin jetzt wieder hier und der andere Typ da interessiert sich gar nicht für mich. Oh, jetzt hat er mich gehört. Shit. Oh, oh. Aber irgendwie ist es mir nicht passiert, dass ich wieder so einen Anfall hatte. Ich weiß nicht genau, weshalb. Was haben wir hier? Oh, speichern! Ja, Moment. Ich muss doch speichern. So. ja, aber ich habe jetzt auch versucht, nicht meine Fähigkeiten einzusetzen, weil ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich auf einmal so ein Problem bekomme. Und dann daran... Wow, dann daran sterbe. Moment, was war da drin nochmal? Geht da rein. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, warum das was passiert ist. Hier bin ich gestorben. Hier drin war ja nichts. Meine AP-Anzeige da, die leuchtet nach wie vor. Ich weiß aber nicht genau, warum. Das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Wow. Lass mich da durch. Ich meine, wenn ich wüsste, warum ich jetzt da so krepiert bin, an irgendwas, fände ich das Spiel ziemlich cool. Ich renne mal an dir vorbei, oder? Moment. Kann ich da was machen? Ich kann eine Etage tiefer gehen, irgendwie. Aber wie? Ich kann an euch vorbeirennen. Ist ziemlich gut. Was aber nicht so gut ist... Moment, muss ich jetzt hier? Vielleicht... Nee, ich hab den... einen Schlüssel scheinbar schon wieder benötigt. Ich habe jetzt auch nicht alles eingesammelt, was ich hatte. Die ganzen Notizen und so habe ich jetzt nicht mitgenommen, ich meine. Was soll ich damit? Oh, was zur Hölle?
Was macht diese Maschine? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die mich töten möchten da. Deswegen nehme ich mal diese Tür. Das sieht gerade ziemlich spannend aus, muss ich sagen. Oh, ein Stuhl. Was sind das für Symbole da? Muss ich mir das merken? 9, 6, 0, 7, 9. Soll ich mir das mal kurz aufschreiben? Moment, ich schreibe mir das auf, wenn ich jetzt irgendwo einen Stift finden würde. Moment, hier. 9, 6, 0, 7, 9, 3, 2. Ich weiß nicht, ob das wichtig wird, aber wir haben jetzt die Zahl schon mal. Was meinen die damit? Keine Ahnung. Nalkon mitnehmen, ja. Okay. Ich habe Angst, dass ich gleich wieder anfange, Probleme zu haben. Wie gesagt, ich werde jetzt mein Zeugs nicht verwenden, was ich habe. Oh, okay, hier. Ja. Soll ich euch töten? Ich meine, irgendwo muss ich jetzt diese Zahl eingeben, oder? Aber hier hätte ich noch eine andere. Hier, ja. Habe ich jetzt... Habe ich diesen verdammten Schlüssel nicht mit... Doch, ich habe den Free-Schlüssel mitgenommen. Muss irgendwie dieses Schalter da aktivieren oder so. Ja, was soll ich jetzt machen? Und du, leck mich doch. Ich könnte euch jetzt alle töten, aber... Hier geht's ja nicht weiter. Scheinbar. Hey, habe ich diesen einen Schlüssel nicht mitgenommen? Doch, oder? Bleibt nichts anderes übrig, als das zu kontrollieren. Shit. Aber diese Wachen sind alle ein bisschen doof, ne? Ja, da habe ich hier drin was übersehen. Nein. Hier, nein. Hier, nein. Aber, was ich nicht ganz verstehe... Ich habe solche coolen Kräfte, aber ich kann sie nicht einsetzen. Das macht das Ganze ein bisschen... dumm. Au. Bist du dumm oder so? Ich bin ein Kind. Moment, sind hier? Verschlossen. Geh, lass mich doch da, du... Gott, ich sollte mich vielleicht mal heilen. Wo bin ich denn jetzt? Da. Nein. Hier ist die Steuerung, die ist ein bisschen dumm. Lass mich heilen. Oh Gott. Hier. Danke. Und jetzt wegrennen. Habe ich da den Schlüssel nicht mitgenommen? Da. Geh doch! Großer Gott, habt ihr das gesehen? Das ist doch dumm. Jetzt hängt der Schmier da fest. Oh, ich habe den nicht mitgenommen. Oh, habe ich vergessen. Okay. Okay. Ernsthaft, warum habe ich zweimal so... Ich habe zu viel Dingens eingesetzt, vermutlich. Solche Kraft von mir. Schön, wie ich nicht... Schön, wie ich nicht sehen kann. Ich gehe jetzt nicht speichern. Die sehen mich alle nicht. Oder hören mich nicht mal. Was für Idioten. Okay, wo war jetzt diese verschlossene oder diese eingefrorene Tür? Nicht da. Lass mich durch. Die kam jetzt dann gleich. Ach, komm schon. Dämlicher Idiot. Es war da. Nee, es war ein... Hä? Lass mich durch. Du dummer Idiot. War das da? Ja, hier muss es sein. Hier, da. Jetzt kann ich da reingehen. Sehr schön. Ich hoffe, da drin ist niemand. Was haben wir da? Knopf. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich jetzt das so aufmache. Was sind das? Augen. Und wieder zu. Okay. Was haben wir hier? Was macht doch diese Maschine? Weiß ich nicht. Na, komm mitnehmen, ja.
das für Zeugs da drin? Weiß ich nicht. Was kann ich denn hier drin machen? Hier ist eine Kiste. Recovery Cups nehme ich. So, was haben wir da? Wow. Wie kann ich das stoppen? Shit. Funktioniert nicht. Oh, Kacke. Oh, hier. Ha. Jetzt nichts wie raus hier. Habe ich also die Sicherung? Die benötige ich gleich da vorne. Jetzt, du dämlicher Jut. Ja, ich hab so ein Teil. Hier. Don't let it get away. Schnell du. Oh Gott, schnell durch da. Großer Gott. Ich möchte aber meine Kraft. Jetzt bin ich wieder hier. Hä? Wo ist meine Karte? Karte? Nein, nicht das einsetzen. Moment. Nee. Wo ist jetzt meine... Ich konnte schon mal eine Karte ein... Nein, ich nehme das. Da. Hä? Was bringt mir jetzt das? Was bringt mir jetzt das? Nehme ich halt das doch noch mit. Ja, ja, ich möchte es nicht lesen. Ne? Ist gut jetzt. Ja, ich hab's gelesen, danke. Wo soll ich denn jetzt hin? Was habe ich denn jetzt für Zeugs? Ich kann das jetzt nicht benutzen. Ich war doch... Oh, da ist noch ein Raum, wo ich nicht war. Versuchen wir mal, in den Raum zu kommen. Wo komme ich jetzt hier raus? Wo bin ich dann? In welchem Raum? Da ist eine Tür, wo ich noch nicht durchkomme. Vielleicht komme ich jetzt da durch. Ich glaube, ich bin richtig. Lass mich durch. Was ist das für eine Statue da links? Das irritiert mich ein bisschen. So, jetzt hier. Dann einmal kurz um die Ecke gerannt. Hier ist jetzt immer offen, hoffe ich. Scheinbar ja. Oh nein. Geradeaus weiter. Da gibt's links noch eine Tür. Da. Ja, aber... Muss ich irgendjemanden töten oder so? Muss ich das nochmal einsetzen? Oder das? Nee, nee, nee. Was? Achso, ich kann es nur wieder lesen. Verstehe. Au. Jetzt haben sie das aktiviert. Oh, Moment, ich sehe da gerade was. Muss ich jetzt vielleicht so eine AP-Kapsel nehmen? Was macht das hier? Oh Gott, nehme das. Ich kann mir jetzt das spritzen. Dann geht's mir hoffentlich wieder gut. Nein. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Hier, AP Help, das brauche ich. Ich glaube, wenn die zu Ende ist... Nee, au, hä? Hä, ich verstehe es nicht. Ich heile mich erstmal. Dann gehe ich kurz speichern, ich meine. Vielleicht bringt das was. Ja doch, jetzt geht's mir wieder gut. Ich weiß nicht genau, weshalb. Hm. Ich erkenne da ehrlich gesagt nichts. Ich gehe nochmal speichern. Warum auch nicht? Aber ja, warum ich jetzt meinen Zustand wieder losgeworden bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, speichern.
Ich weiß. So. Ja, aber shit. Und dann in diesen ganz großen Raum komme ich auch nicht. Hm. Ich habe irgendwas übersehen. Vielleicht muss ich ganz einen bestimmten Soldaten töten, aber... Dafür habe ich nicht die nötige... Energie, sage ich mal. Lass mich da durch. Was war da nochmal? Da war die orange Box drin. Oder? Ne, da war das Klo. Irgendwo brauche ich doch bestimmt noch diese riesige Nummer da. Du foundest überhaupt nichts. Wofür brauche ich diese Nummer da? Das bringt mir nichts. Moment. Roter Knopf. Ich muss doch irgendwelche roten Knöpfe aktivieren, glaube ich. Au. Auf Idioten. Renn doch bitte schneller, weil ich kann nichts sehen. Ja, shit. Jetzt bin ich wieder... Oh, da drüben. Das da brauche ich, oder? Das sah genau so aus. Ja, shit. Ich brauche einen Schlüssel, um das zu öffnen. Woher kriege ich denn das? Leute, ich stehe auf dem Schlauch. Sehe ich irgendwo noch so einen roten Knopf, außer den da? Komm schon. Nee, irgendwie nicht. Vielleicht ist da in diesem Laborraum noch irgendwas. Aber was? Ja, ich bin jetzt einmal rundherum gerannt. Jetzt, du Haufen Scheiße. Ich würde gerne alle töten hier. Ich hoffe, diesen Satz nimmt niemand aus dem... aus dem Kontext heraus. Funktioniert nicht mehr. Lass doch mal öffnen. Passiert vermutlich nicht mehr als zuvor. Ja, ist ein Auge, ist ja schön. Ja, und dann habe ich Angst. Dieser rote Knopf. Karte gebt ihr weg. Karte gebt ihr weg. Wie geht sie weg? So. Das ist ein roter Knopf. Der aktiviert gar nichts mehr. Ist hier noch irgendwo was? Oh, eine Kapsel. Habe ich zuvor gar nicht gesehen. Eine Box. Die habe ich, glaube ich, schon geöffnet. Aber ich habe jetzt die Sicherung nicht mehr, oder? Nein, die habe ich da bloß rausgenommen. Ist da oben nochmal die Box? Bringt mir aber auch nichts. Ha. Nee. Habe ich da noch was übersehen? Hier? Nee, keine Ahnung, für was das Zeug gut ist. Okay. Ja, nee, dann... stehe ich auf dem Schlauch. Shit. Gut, dann sehen wir nicht mehr allzu viel mit dem Spiel. Nein, nein, nicht mich schlagen, bitte. Da reingehen. Oder kam ich jetzt von da? Ich kam von da. Möchte ich noch in den anderen Raum rein? Da müsste doch das Labor gewesen sein. Leck mich. Habe ich jetzt die richtige Tür genommen oder die falsche? Ich muss mich da relativ schnell bewegen, ansonsten bin ich tot. Ah, das ist richtig. Muss ich euch irgendwie weglocken oder so? Dass ich da irgendwas agieren kann? Nein. Au. Moment. Ha. Bist du jetzt tot? Oh, Kacke. Ja, ich darf das nicht überlasten, glaube ich. Das Ding hier. Okay, ich töte euch beide mal. Okay, und jetzt muss ich mir wieder was spritzen. Das da. Okay, das geht mir wieder gut. Okay. Das war in Ordnung. Kann ich hier echt nichts machen? Doch da!
Oh, hier diesen Schlüssel. Oh, fantastisch. Oh, fantastisch. Ich glaube, ich hätte mal ganz viele von diesen Typen umbringen sollen. Ich meine, einmal kurz durchrennen, alle töten und dann... ja, mich quasi wieder heilen. Lass mich durch. Ich weiß genau, wo diese Tür ist. Ungefähr. Ich weiß es genau ungefähr. verflucht war diese Tür. Geh durch da! Okay, dann haben wir, glaube ich, wirklich alle Räume hier abgeklappert auf dieser Etage. Oh, was für ein Spast. Nein! Verdammte Kacke nochmal. Da steht niemand mehr. So, und ich kann jetzt da reingehen. Ja, ja, ich habe den Schlüssel. Da. Ich kann auch gar nicht mehr Items tragen, glaube ich. Wie? Nee. Hä? Warum geht's nicht? Warum geht's nicht? Hä? Oh, das ist gar nicht für da, oder? Großer Gott, leck mich doch. Ist gar nicht für da. Aber ich weiß, wofür das ist. Ah, shit, 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 shit. Ich muss wieder in meinen Raum kommen. Wo war der nochmal? In meinem Raum war ja auch noch sowas. Ach komm, wie konntest du mich treffen? Da rein. Das war richtig, oder? Ich glaube, ich nehme so ein Heilteil mal. Hier, das da nehmen. Und Noms. Okay, wenn dieser Schlüssel jetzt hier nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich habe doch den Key. Hier. Hier geht's, ja. Und was ist jetzt da drin? Flüssigsprengstoff. Der wird mich aber nicht an... Doch, hier. Jetzt habe ich halt nicht nur eine Idee, wo ich das machen könnte. Wie komme ich jetzt wieder dahin? Ja, fuck. War das hier? Ich werde jetzt noch kurz diese Idee, die ich habe, austesten und dann lassen wir es. Ja, hier war das. Vielleicht in diesem Raum hier mit diesen Zahlen drauf. Hier nämlich. Sieht so kaputt machbar aus. Nee, scheinbar nicht. Vom Stuhl aus hier vielleicht? Aus der Entfernung? Nee. Okay, dann hat noch vielleicht diese Maschine hier. Oder wo müsste ich das vielleicht... Ich habe keine Ahnung. Nee, klappt auch nicht. Leute, das Spiel scheint wirklich spaßig zu sein, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wo ich... Moment. Eine Idee habe ich doch noch. Eine Idee habe ich noch. Das sind wirklich die letzte, ehrlich gesagt. Oder, nee, ich jetzt wieder den falschen Weg, oder? Ja, jetzt bin ich wieder hier drin. Macht aber nichts, da kann ich immerhin vor dem Polizisten wegrennen, vielleicht. Nein, ich... Oh, sag gut. Ich werde jetzt nämlich versuchen, ob ich den Aufzug aufsprengen kann. Ja, klappt. Oh mein Gott. Und jetzt? Ah, leck mich doch alle. Oh, ich... Jetzt... Verpiss dich mal. Ich muss meine Power benutzen. Geh doch jetzt da durch. Aber vielleicht brauche ich jetzt eine andere. Was war das gerade? Irgendwas ist gerade passiert. Jetzt, du Haufen Scheiße, geh doch zurück! Irgendwas war gerade nicht in Ordnung. Aber ich habe jetzt da... Rot. Ich wollte das aber hier machen.
Klappt nicht. Hier. Ah, ich muss es normal scannen. Ah, okay, verstehe. Ich habe zu weit überlegt. Ich habe zu weit überlegt. Ah, ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich cool. Ja, jetzt kann ich da runter. Oh, stark. Normalerweise müsste ich jetzt noch speichern gehen. Aber wisst ihr was? Nein. Gehst du bitte da durch? Danke. Oh, ziemlich cool. Geht's da runter? Ja, langsam verstehe ich das Spiel. Und es macht wirklich Laune. Ich meine, es ist alt und hat deswegen... Oh Gott. Es macht wirklich Laune. Es ist alt, aber... Hehehe. Was? Oh nein, der Schlüsselcode hat sich geändert. Oh, seht ihr da die Statue? Ist alles genau gleich aufgebaut, würde ich sagen. Ha! Sehr spaßig. Doch, gefällt mir. Okay, jetzt haben wir Cutscene. Rion, where are you going? Do you really think you can escape? Yeah. Who are you? I'm Lem, clinic chief of this facility. You are the most promising subject so far. Return to the isolation ward. Your brain will short if you continue to overdo it. You refuse to listen, eh? You leave me no choice but to terminate you. Secure the entire isolation ward and lock all security card slots. You have nowhere to run now, do you? You've deeply disappointed me, Rion. Aha. Ja, das ist dieser Dr. Lem. Oh, sehr viele Türen. Moment, kann ich noch mit dem Computer agieren? Nee, das Signal ist weg. Die ist verschlossen. Hier ist nichts scheinbar. Also auf dem Boden, da sind nur Lampen. Kann ich... Nein, da mit dem Teil da. Das da. Was ist das? Das ist ein Knopf. Oh. Hier wurde entlockt. Quasi. Da zwei Türen. Ich nehme die rechte. Keine Sorge, wir sind gleich so weit. Ah, ich möchte... Oh. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen weiterspielen, aber nee. Ich habe auch nicht wirklich Zeit dazu. Und immerhin sind ja überall Klos. Wer bin ich? Du bist Rion. Weißt du? Mehr kann ich dir auch nicht verraten. Und du hast irgendwie coole Kräfte, aber du kannst sie noch nicht so richtig kontrollieren. Was habe ich denn noch? Okay, könnte ich noch... Wisst ihr was? Ich werde noch Schockwelle einsetzen. Und ich habe kaum mehr was. Das ist ein Problem. Gib mir mal das da. Kann ich die Gegner schocken. Aber dann werde ich gleich tot sein, wenn ich das einsetze, weil... Oh, nee, hier kann ich speichern. Hä? Ich meine... Ist gut genug. Gut genug. Immerhin kann man unendlich speichern. Okay, nee, dann muss ich jetzt wieder nach draußen gehen. Moment, hier, durch diese Tür. Jetzt habe ich eine Tür geöffnet. Kann ich hier noch weiter? Nee, kann ich nicht. Okay, pass auf. Nee, ich renne dir vorbei. Wow, lass mich. Hä, wo muss ich denn jetzt durch? Nee, von da kam ich ja. Aber wisst ihr was? Die Haufen Scheiße. Hehehe. irgendwo habe ich jetzt eine Tür geöffnet, aber wo? Da geht's nicht weiter. Hm. Hä? Hier kann ich nur speichern, ja. Okay, vielleicht hat sich hier irgendwo was verändert, aber ich habe keine Ahnung wo, ehrlich gesagt. Immer die Karte. Nein. Da.
Ich bin jetzt da. Moment, was ist das für eine Tür? Die habe ich jetzt geöffnet, oder? Ja, ist ziemlich verwirrend. Schade, dass man keinen Pfeil hat auf der Karte von... Autsch. Was haben wir da? Großer Bildschirm. Schalter. Rechts. G-Project Report. Das könnt ihr es lesen, wenn ihr wollt, weil ich habe keinen Bock drauf. Oh ja, 2500 irgendwas. Oh mein Gott. Blablabla. Second Generation. Code Yellow. Blablabla. Ist hier irgendwas, das mir was bringt? Sieht nicht so aus. Das ist bestimmt ein Schalter oder so, ne? Red. Nehmen, ja. So, mir reicht's. Mir reicht's. Yep. Ja, Rio. Ihr wollt mich doch alle tot sehen. Ah, nee, wobei. Ja, nee, das wär jetzt nicht sonderlich klug. Weil ich habe nichts mehr, oder? Oder funktioniert das? Spritze mir jetzt das. Ich habe nicht im Kopf und nicht gelesen, was diese einzelnen Teile mir bringen, deswegen. Das ist ein Problem. Nee, ich bin gleich tot. Bin gleich tot. Ich weiß, ich spritze mir das letzte, was ich habe, auch noch. Ich kann mir nicht mehr spritzen. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Hallo? Jetzt. Was war das jetzt gerade? Ah, doch, jetzt geht's wieder. Gib mir das auch noch. Ich habe jetzt alles reingepfiffen, was ich habe. Ja, nee. Ja. Ich brauche mehr von diesem AP-Heilungszeug, glaube ich. Ansonsten wird das nichts. Ja, diese Tür, da habe ich nicht gesehen. Erst dann auf der Karte. Oh, und das ist dieser Raum hier. Okay. Aber Leute, bevor ich sterbe... Was ist das? Das weiß ich nicht. Bevor ich sterbe, würde ich sagen, das war's für heute mit Game zum Montag mit dem überraschend guten Spiel Galerians für die PlayStation. Obwohl ich es noch nicht ganz verstehe, habe ich überzeugt. Doch, gefällt mir. Leute, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.